zwischen. Er wandert hat. Er wandert hat. Mit einem Fassungshund. Das sieht super stabil aus, dein Stativ. Dem würde ich mein Handy auch anvertrauen. Das ist super stabil. Oh, was? Jetzt hast du wieder schön auf deine Linse gesabbert. Na, hab ich nett. Ja, dann. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir haben 2019. Wir sind mal wieder auf dem Heischnuckenweg. Endlich. Seit fast einem Jahr. Seit fast leider einem Jahr. Wir wollten ein bisschen länger dabei sein. Aber können uns auch nicht entscheiden, welchen Monat wir nehmen zum Fertigstellen. Von daher ziehen wir ein bisschen in die Länge. Wieder mal Winter, dafür weniger Berge. Und wie ihr schon seht, haben wir heute ein bisschen Gast dabei. Der Paolo. Ja. Und wir haben noch jemanden wieder gefunden in so einer komischen Schublade. Ja, weil ihr mich nicht gesehen habt wegen dem Tarnsachen. Ja, wir haben nicht gelaufen, ist daran gelegen, aber wir haben ihn lange gesucht. Ja, ja, ignoriert, was wir nicht vergessen müssen. Wir haben es endlich geschafft. Die Spendenaktion ist übrigens jetzt auch beendet. Seit nichts mehr. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Dreimal dabei gewesen, mit wem wir anrufen. Hitman wurde 80 Jahre alt. Ja, super. Du meinst die Spendenden? Spendenden brauchen Sie nicht mehr, weil, wie wir jetzt mal kurz zeigen können, also wenn du mal kurz zeigen möchtest. Ta-ta-ta. Spendenden Schuhe. Von daher vielen Dank an alle, die uns nutzerflockig dabei unterstützt haben, zu spenden oder ähnliches. Ziel war ja eigentlich, wir wandern erst nach Celle und besorgen ihm dann dort irgendwie neue Schuhe. Aber ja, er war so neugierig auf neue Schuhe, wie er sich so anfühlt, deswegen hat er sich jetzt schon welche gekauft. Außerdem war Weihnachten. Außerdem war Weihnachten in der Zwischenzeit, ja. Sind das also auch Teil, wieder mal. Teil Spendenschuhe und Teil Weihnachtsmannschuhe wahrscheinlich? Ja, Spenden vom Weihnachtsmannschuhe. Na gut, das hast du Glück gehabt, dass die nicht rot geworden sind. Ach, ja. Oder ein Bommel drauf ist. Oder ein weißer Puschel drauf ist. Mit aber das lässt sich ja noch einrichten. Schellenkranz. Ja, mit Schellenkranz, ja. Ich bin mit für den Schellenkranz. Mit welchen Schellenkranz meinst du das? Keine Schelle, Schellenkranz. Schellenkranz, egal, ja, ob der jetzt sich Pestkrank ja da auch ist oder nicht. Naja, egal. Also, in diesem Sinne. Werden wir jetzt mal ein paar Meter machen. Und dann schauen wir mal, was beginnen die Landschaft. Tun wir jetzt mal wieder Soltau an der Therme, wie man hier schon sieht, auf dem exzellenten komischen Heidschnuckenweg. Wie man in dem letzten Video hätte übrigens auch sehen können. Wo wir an der Therme angekommen sind. Ja, richtig, leider gab es da ein paar technische Defekte. Mit einer neuen Speicherkarte ist alles besser. Hoffen wir mal. Wir werden es sehen. Beziehungsweise, wenn ihr es seht, werdet ihr ja wissen, dass es dann geklappt hätte. Nicht hätte. Weil dann ist es ja schon passiert. Wenn ihr wissen wollt, ob wir wirklich ankommen, dann bleibt dabei. Oh Mann, ey. Er wird ja... So, er wird, glaube ich, den... Wie soll ich auch... Das ist hochgekämmt. Das ist quasi früher mal die Mütze gewesen. Ja. Dann gehen wir auf den Weg geachtet. Dort lang. Ja, das war nicht mal mit dem Bild. Wenn wir Augenhöhe haben, dass wir, oder dass man noch nicht irgendwie festfühlen kann, dann ist das nicht geklappt. Finde ich gut, dass er still gehalten hat, weil Spiel ist da hinten. Ja, ja. Wir können erstmal einen Zopf machen können. Den Punkt zu erreichen, das schaffen wenige. Ja. Ja. Und ich habe nochmal extra eine Filmkamera mit beiden gebraucht. Nimmst du die Finger von meinem Essen? Nimmst du die Finger von meinem Essen? Ja. Und auch von der Dose? Nein. Wo sind welche Dose? Ach, die Dose. Aber ich glaube, das ist eine Cherry. Ich glaube, das Tür hat kein Problem, damit zu laufen, weil die ist so, dass man eine Stunde vor der Tür. Ja, man nimmt alles los. Aber sie sitzt gerade. Das heißt, sie hatte die Wahl, entweder sie gewöhnen sich dran oder eben nicht. Und da sie gerade so viel gehakt hat und Winterfell gekriegt hat. So. Guck mal hier, Lagerstätte rechts, links.
Wir durchqueren nun den Tunnel. Wieder einmal keine Autobahntunnel. Oder den Buschi I. Oder den Buschi I, genau. Buschi I. Dann schon mal so ein paar Vorbereitungen. Spazieren gehen zum Beispiel hilft auch. Ja, eine reicht dazu. Was machst du denn jetzt? Schon. Wo machst du? Über die Fahrt, wo du vertreten hast? Ja, musst du schon ein bisschen. Können. Du wolltest aber vorher schon mal 25 Meter gegangen sein. Dass man aber auch schon vom Kopf her weiß, dass klar, mit 25 oder mit 30 Kilometern auch kein Problem. Dann kriege ich diese 20, die wir heute machen, dann kriege ich die auch noch rein. Wenn du das, wenn du das hast, dann zeig ich auch nur. Wenn du das hast, dass du diese Strecke weißt du, von wegen 25 oder sonst wie, kein Problem. Dann nehmen wir dich nicht. Ja? Ich sagen, wir halten aber dafür solltest du das eben nicht nur einmal gemacht haben und sagst, nicht lange auch, hast du einmal geschafft? Ja. Oder wollt ihr alle klar? Hast du vielleicht gerade, wenn du den Tag erwischt? Sondern vielleicht auch mal, wenn du eigentlich, schnapp dir den Busch auch mal, wenn du einfach eigentlich gar keinen Bock hast. Und genau dann das machen. Ja, ist ja egal. Das ist ja bei uns genau das Gleiche. Du hast ja am Wochenende auch nicht automatisch immer Bock darauf. Aber dann einfach trotzdem mal machen. Dann musst du da ein bisschen beibehalten. Und dann, ja, ist doch gut. Dann nehmen wir dich auch mal eine ganze Tour mit. Klingt das nach dem Plan? Ja. Gut. Laut aktuellem Weg, bei aktueller Messung, haben wir jetzt irgendwas bei 4 Kilometer knapp. Echt? War das schon viel? Nicht. Ja, das merkt man kaum, wie das wie die Kilometer so runterrappeln. Ja, vor allen Dingen, wenn du so nur durch Soltore läufst, das fällt gar nicht auf. Ja, eben. Und da wir ein Gastspiel hatten von unserem Paolo. Hallo. Und er quasi hier am Weg wohnt und nicht ganz so artig in der Schule war, habe ich gehört. Ist das so? Tun wir uns jetzt von ihm verabschieden, aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er, denke ich, auf die Tour mitgekommen ist. Er ist nämlich fleißig am Üben, habe ich gehört. Und von daher, warte mal ab, wann er wieder mal so aufkreuzt. Also von daher, tschüss Paul. Und hallo Tilda. Wir werden wohl wieder ausprobieren, ob wir... So ist fein. Guck mal, Tilda macht das. Hast du die Mittelfinger an schon? Kleinen Tilda wieder mitkriegen. Mhm. Schauen wir mal. Von daher, bis später. Zumindest für diejenigen, die bei den anderen Kanälen auf dem Kanal mal geguckt haben, werdet ihr vielleicht ein bisschen diese Strecke wiedererkennen. Wir sind nämlich auf dem Weg zum flachsten Wasserfall Deutschlands. Oh nein! Ja. Deutschland. Das Ganze im Winter. Wir werden mal schauen, ob der zugefroren ist. Und der Buschi auch wieder einmal eine todesmutige Durchquerung machen wird. Eine Winterdurchquerung. Eine Winterdurchquerung des Wasserfalls. Sicherheitshalber sagen wir nicht so dabei. Nicht so den Anschein, wenn du mal kurz nach hinten schauen möchtest. Ich glaube. Wo bist du denn jetzt? Warum zierst du dich jetzt so? Jetzt sei doch nicht so. Ich hab meine wasserdichten Socken nicht an. Ja, das trocknet wieder. Wir sind lange genug unterwegs. Ja raus. Ja. Und du hast ja auch jetzt warme Getränke mitgenommen, hast du gesagt, oder Getränke zum Warmmachen. Ich hab auf jeden Fall Schuhe, die wasserfest sind, drin von außen sind. Also, ja. Abweisen. Da der der flachste Wasserfall Deutschlands ist, kann ja nicht viel. Wird auch der Wasserspiegel nicht über den Schuhschaft hinauskommen. Da kann ja nicht so viel passieren. Aber, eben. Aber nix aber. Nein, nix aber. Jetzt sehen Sie Deutschlands flachsten Wasserfall, wie er schon beim Buschi vorgestellt wurde. Wobei man jetzt im Winter aktuell sagen kann, so flach sieht er gar nicht aus. Oh, der Gabby versucht's. Wird er es schaffen?
auf diesen spitzen Stein an dem rechten Ufer zu landen. Und. Ah! Oh, mein Knie! An dieser Stelle blenden wir aus sicherheitstechnischen Gründen das Video für Sie aus.